Warum Japanerinnen nicht die Pille nehmen und wie es mit der Abtreibung in Japan ist, das wollen wir uns heute mal ein wenig genauer anschauen. Ist natürlich kein einfaches Thema, aber definitiv ein interessantes Thema, da in verschiedenen Gesellschaften das Ganze natürlich auch verschieden behandelt wird. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, zunächst zu den Abtreibungen. Wie viele finden da in Japan eigentlich pro Jahr statt? Gefunden habe ich eine Zahl von 2021 und da waren es ungefähr 126.000 Abtreibungen, die in diesem Jahr stattfanden. Aber man muss dazu sagen, die Zahl ist in den letzten Jahren wirklich immer und immer wieder stark gesunken, sodass das ein relativ niedriger Wert noch ist. Schaut man mal nach 1955, wo die Zahl der Abtreibungen am höchsten war, mit 1,17 Millionen, dann ist das wirklich eine starke Verbesserung, würde ich mal sagen. Bricht man das runter auf den Anteil an Schwangerschaften, die es gibt, dann sind es 13,5% aller Schwangerschaften, die in einer Abtreibung enden heutzutage noch. Das wiederum hört sich jedoch relativ viel an. Aber ich meine, Japan ist eine überalternde Gesellschaft. Das heißt, die Zahl der Schwangerschaften ist sowieso schon gesunken über die letzten Jahre. Und wenn dann nicht die Zahl der Abtreibungen richtig sinkt, dann hat man immer noch einen relativ hohen Prozentsatz natürlich. Also die Überalterung und dass die Leute hier immer weniger Kinder bekommen, haben mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt und dazu geführt, dass eben die Zahl der Abtreibungen gesunken ist. Das Interessante ist jetzt aber natürlich, was sind denn eigentlich die Gründe für die Abtreibung? Und das fand ich besonders erschreckend, teilweise würde ich sagen. Und zwar auf Platz Nummer 1 waren, wie die Japaner immer sagen, Keisai Deki Nadiu, also Geld. Ja, dass man sagt, man hat zu wenig Geld, um ein Kind großzuziehen, um einem Kind das zu bieten, was es braucht, und deswegen hat man sich für die Abtreibung entschieden. Wieder andere Gründe sind, man hat nicht geheiratet und man möchte kein uneheliches Kind haben, habe ich ja auch letztens mal ein Video zu gemacht zu den unehelichen Kindern. Dann sind noch Gründe, dass der Partner nicht zur Geburt zugestimmt hätte, ist auch irgendwie interessant, dann hat der Mann also gesagt, nee, ich will nicht, dass du das Kind zur Welt bringst, und dann hätte man abgetrieben. Oder dass man sagt, ja, ich möchte mich eigentlich mehr auf meine Karriere und meinen Job konzentrieren und möchte diese nicht für das Kind opfern. Das sind natürlich alles Gründe, bei denen ich mir gedacht habe, als ich die gehört habe, ja, aber das wusste man doch vorher auch schon. Also ich meine, dass man seine Karriere nicht für ein Kind opfern möchte, ob man genug Geld hat für ein Kind oder nicht, das sind ja Dinge, die entscheiden sich nicht irgendwie in den ersten Wochen der Schwangerschaft, sondern das sind Dinge, die weiß man ja schon vorher. Also warum hat man nicht richtig verhütet? Und das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, lässt sich aber relativ gut beantworten, finde ich, wenn wir uns angucken, wie Verhütung in Japan eigentlich passiert. Bevor wir das machen, aber noch kurz zur Info, bis zu welcher Woche kann man überhaupt abtreiben in Japan? Das geht bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Das ist, glaube ich, länger, als es in Deutschland möglich ist. Jedes Land hat da ja auch so ein bisschen seine eigenen Regeln und es ist natürlich immer wieder die große Diskussion, ab wann ist denn ein Kind ein Lebewesen, ne? Ab wann ist der Fetus ein Lebewesen? Das ist ja wirklich etwas, was, ja, ich glaube, in fast allen Ländern dieser Welt immer sehr stark diskutiert wird. Ne? Einige, die sagen, egal, selbst am ersten Tag ist es schon ein Leben, was sich entwickelt und deswegen sollte man Abtreibung komplett verbieten, und andere sagen, nee, da gibt es die Grenze und die Grenze können wir da, da und da ziehen, aber verschiedene Länder und Gesetzesgebungen ziehen die Grenze an anderen Punkten. Und das ist eine interessante, aber auch super, super schwierige Debatte, wie ich persönlich finde. Nun aber zur Verhütung. 82% aller Japaner sollen durch Kondome verhüten. 19,5% durch das Rausziehen im richtigen Augenblick. Und 4,2% über die Pille. Und hier sehen wir natürlich schon, also Kondom ist ganz klar auf Platz 1. Aber diese 19,5% durch das Rausziehen, das ist natürlich eine Methode, die ziemlich unsicher ist. Also ob du jetzt im richtigen Augenblick dann rausgezogen hast oder nicht, oder doch schon was eben nicht durchgekommen ist, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber das ergibt doch gar nicht 100% oder das ergibt mehr als 100%, man konnte mehrere Dinge angeben, ja, bei der Umfrage. Also es gibt ja auch Leute, die verhüten meinetwegen mit Pille und Kondom oder mit Kondom und manchmal rausziehen. Also, ne, verschiedene Möglichkeiten. Deswegen gibt es nicht ganz 100%. Und es gibt auch noch ein paar andere Wege zu verhüten. Die habe ich jetzt aber nicht mit aufgenommen, weil das so wenig ist. Also so wenig Leute sind, die das machen. Ich denke, der Grund eben für die Abtreibung und die Gründe der Abtreibung, ne, so kein Geld und Partner will nicht und so, ich glaube, die liegen vor allem in diesen 19,5% der Leute, die durch Rausziehen verhüten. Ja, weil man dann vielleicht einfach mal miteinander geschlafen hat und sich nicht so viel Gedanken gemacht hat, und dann ist es halt einfach entstanden, weil man nicht die richtige Verhütungsmethode gewählt hat, und dann kommen eben solche Gründe zustande, weil ich kann mir das nicht erklären, dass man sagt, ich möchte meine Karriere dem Kind nicht opfern, wenn man vorher
also mit dem Wissen, dass ein Kind entstehen kann, irgendwie Sex hatte. Das ist irgendwie, dann der Grund ergibt einfach keinen Sinn, ja. Das ist irgendwie komisch. Deswegen kann ich mir so erklären, dass man wirklich nicht darüber nachgedacht hat beim Sex, dass ein Kind entstehen kann, dass man sich überhaupt keine Sorgen um Verhütung gemacht hat, sondern gedacht hat, oh, passiert eh nichts. Und dann auf einmal vor die Realität gestellt worden ist, dass man eben doch schwanger geworden ist. Interessant waren auch die 4,2%, die die Pille nehmen, denn das ist verhältnismäßig wenig. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, auch letztens in einem Kommentar wieder, warum nehmen Japanerinnen eigentlich nicht so viel die Pille? Und die Gründe dafür sind vielfältig und es gibt, glaube ich, keinen 100% Konsens darüber, was genau jetzt die Gründe sind. Aber einige Gründe, die ich ganz schlüssig fand und die ich auch so bestätigen würde, hier durch das Leben in Japan, sind, dass Japanerinnen generell oder Japaner generell so ein bisschen mehr zum Natürlichen neigen. Also ne, die Frauen auch, wenn sie dann sagen, sie haben ihre Tage, sagen, den Schmerz, ich möchte den eigentlich nicht direkt mit irgendwelchen Pillen oder sonst was unterdrücken. Es gibt welche, die nehmen hier Ibuprofen oder so dann, aber auch relativ spät erst, also wenn die Schmerzen wirklich stark sind, sodass sie sagen, wir wollen eigentlich nicht irgendwie künstliche Dinge und irgendwelche Medikamente in unseren Körper reinführen, wenn es nicht zwingend notwendig ist, wie bei einer Krankheit oder sonst irgendwas. Und da spielt, glaube ich, auch die chinesische traditionelle Medizin ein bisschen eine Rolle. Das kennt man aus Deutschland im Grunde gar nicht. Hier heißt das Kampo, ja. Das ist so diese, ja, diese Medizin, die aus China auch so ein bisschen, diese asiatische, die hier rübergekommen ist. Und auch mit so Energiemeridian, ja, dass diese Lymphknoten oder wie das heißt, ne, die durch den Körper verlaufen, da sind die Japaner immer gut dabei mit Massage an den entsprechenden Punkten. Akupunktur ist auch eine Riesensache hier. Also es ist so ein bisschen alternative Medizin, die hier auch angewendet wird und die hier wirklich bei den Leuten auch Anklang findet und was Leute eben gut finden. Außerdem generell sind die Japaner immer gut dabei durch Essen oder auch durch Sport oder Wandern, Yoga, also durch eine Umstellung ihres Lebens zu versuchen, gewissen Krankheiten aus dem Weg zu gehen oder die eben auch zu behandeln. Man findet in Buchgeschäften, in Büchereien auch immer unzählige Bücher eben darüber, wie die Leute schreiben, jo, der Weg der Natur und durch Yoga das besser machen und die Blutzirkulation besser machen durch dies und Ernährung anpassen und was weiß ich nicht alles. Und gleiches auch, wenn man dann schwanger ist und wenn es darum geht, stillt man sein Kind oder gibt man seinem Kind halt diese Pulvermilch. Auch da wird in der Regel hier von den Krankenhäusern und von den Hebammen und so empfohlen, dass man stillt. Also es ist nicht so akzeptiert, könnte man sagen, das über Pulvermilch zu machen, obwohl es die natürlich auch gibt und obwohl viele Leute die auch benutzen. Aber es wird trotzdem immer noch dazu geraten zu sagen, jo, mach das mal lieber mit dem Stillen. Und wohl auch bei der Geburt selbst. Da wird auch oft eine von den Frauen hier oft eine natürliche Geburt bevorzugt und nicht eine, wo man irgendwie, also ich kenne mich da nicht so aus, ne, bei Geburten, aber es gibt wohl irgendwie Methode, so schmerzfreie Geburt und sowas, was wohl in anderen Ländern dieser Welt schon öfter mal gemacht wird. Da sind die hier auch in den letzten Jahren kommt das wohl so ein bisschen, aber die sind da auch eher immer so ein bisschen ja, gegen gewesen. Also generell möchte man vermeiden, unnötige Medikamente zu nehmen oder unnötige Dinge zu machen, könnte man sagen. Deswegen, es gibt auch so gut wie keine Werbung für die Pille im Fernsehen oder so, wird null Werbung gemacht und generell auch wenig darüber aufgeklärt. Viele Japanerinnen haben wohl auch Angst vor den Nebenwirkungen, dass sie sagen, irgendwie, wenn ich das nicht unbedingt muss, warum soll ich dann mit Nebenwirkungen oder so? Das sagen wohl auch viele. Und das sind wohl so die Gründe dafür, weshalb die Pille nicht so wirklich Verbreitung in Japan findet. Ich meine, ich persönlich kann diesen Ansatz sehr gut verstehen und denke mir, die Frau muss auch nicht die Pille nehmen, wenn sie das nicht möchte. Also beziehungsweise zur Verhütung, ja, um zu verhüten, muss man die Pille meines Erachtens nach nicht nehmen, denn der Mann kann auch einfach ein Kondom benutzen, dann hat sich die Sache, dann muss die Frau nicht irgendwas in sich reingeben, nur weil der Mann keine Lust hat, ein Kondom zu benutzen oder sonst irgendwas. Ich meine, die Pille hat ja wohl noch andere Effekte, ne? Also Hormonhaushalt und so, wenn man die aus diesen Gründen nimmt, dann natürlich, warum nicht, aber wenn eine Frau die nicht nehmen will und nur weil der Mann dann sagt, ja, aber ich will kein Kondom benutzen oder so, finde ich persönlich ein bisschen unverantwortlich und verstehe ich auch nicht so ganz, ja, denn die Frau sollte selbst entscheiden können, ob sie das möchte oder nicht, meines Erachtens nach. Aber ja, das sind die Gründe, weshalb Japaner eigentlich oder Japanerinnen die Pille nicht wirklich nehmen und weshalb die hier auch nicht wirklich Verbreitung findet. Finde ich ganz interessant. Ich persönlich, wisst ihr vielleicht mittlerweile, bin eigentlich auch ein Fan von eher diesem natürlichen Ansatz und mir gefällt das auch ganz gut hier in der japanischen Medizin, dass die halt wirklich so ein bisschen ja diese Energie, Meridian und was weiß ich nicht noch alles mit einberechnen und
oft so ein bisschen mehr alternativ unterwegs sind und an der Natur dran. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich eigentlich ganz gut und es ist ein Unterschied definitiv zu Deutschland. In Deutschland ist es nicht so stark. Klar, es gibt auch in Deutschland einige, aber ich würde sagen, ja, dieses bisschen alternativ-medizinmäßig ist in Deutschland auch extrem verpönt teilweise und wird ganz, ganz kritisch und komisch beäugt. Und das ist mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch richtig, aber ich denke, es gibt auch mehr als nur immer Medikamente in sich reinzuhauen. Und da finde ich eben den japanischen Ansatz, der irgendwo in der Mitte ist. Ja, die sind nicht wirklich so 100% irgendwie so komplett alternativ, aber die sind halt auch nicht so 100% komplett Medikamente. Die sind irgendwo so in der Mitte und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, die mir sehr gut gefällt. Ein weiteres Problem oder eine weitere Sache, die auch interessant ist in Bezug auf Kinder bekommen, Verhütung, Abtreibung, ist, dass viele Paare in Japan Probleme haben, überhaupt Kinder zu bekommen. Also, dass Leute unfruchtbar sind. Ich weiß nicht, wie die Situation da in Deutschland ist, aber in Japan wird das wohl immer und immer mehr und ist in den letzten Jahren auch mehr geworden. Ungefähr 40% aller Paare sollen wohl schon mal Angst gehabt haben, dass sie vielleicht unfruchtbar sind und gar keine Kinder bekommen können, weil es nicht direkt geklappt hat. Und ungefähr 23% aller Ehepaare befinden sich in Behandlung, Unfruchtbarkeits- oder Fruchtbarkeitsbehandlung, haben schon mal einen Test gemacht, ob sie fruchtbar sind oder nicht. Und das ist natürlich schon eine Menge, also fast ein Viertel aller Ehepaare, die sich dazu entscheiden, irgendwie Kinder zu bekommen, die haben halt Probleme und es klappt nicht direkt und sie machen sich Sorgen und sie sind teilweise sogar in Behandlung. Wo genau das herkommt, ich habe keine Ahnung. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, da kann man sehr, sehr tief einsteigen. Ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich Stress eine große Rolle spielt, dass Stress sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt, dass vielleicht auch einfach moderne Technik und so dafür sorgt, dass aber auch Ernährung, ne, mit viel Zusatzstoffen und so seinen Teil dazu beiträgt, Umwelteinflüsse, ich habe keine Ahnung, da bin ich natürlich kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das moderne Leben da auf jeden Fall einen Einfluss drauf hat. Aber das ist auch was, wo sich wirklich viele Gedanken machen in Japan und was man auch immer und immer mal wieder hört, auch im Bekanntenkreis, dass es da wirklich Probleme gibt und das scheint auch immer schlimmer zu werden. Vor dem Hintergrund, dass Japan eine überalternde Gesellschaft ist, immer weniger Kinder zur Welt bringt, sind das alles natürlich keine guten Sachen. Und ich persönlich denke, dass Japan definitiv was tun muss, um einfach familienfreundlicher zu werden. Osaka, muss ich sagen, ist da eigentlich gar nicht so schlecht. Also die machen relativ viel für Familien. Es gibt immer wieder Coupons für Kinder. Jetzt kriegen wir wieder einen Reissack wegen Inflation und was weiß ich nicht alles. Also die machen relativ viel. Die haben in den Shopping-Malls und generell wirklich sehr gute Babyräume. Es gibt viele Angebote für Spielgruppen, auch von der Stadt, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann. Und es wird wirklich geguckt, dass ja eine Menge für Kinder auch da ist. Also Osaka, muss ich sagen, ist, finde ich persönlich, eigentlich ganz gut. Natürlich, die Kindergartensituation ist ein bisschen schwierig, ist eine Großstadt, viele Kinder auf engem Raum, das heißt, viele wollen natürlich Plätze haben, da muss man sich dann entsprechend früh auch für anmelden, um da was zu bekommen. Aber generell könnte die Situation hier schlechter sein, aber das ist nicht in ganz Japan so und gerade in den ländlichen Regionen natürlich nicht. Also ich denke, man sollte noch ein bisschen mehr Anreize schaffen, damit die Leute sich wieder für eine Familie entscheiden und sagen, okay, wir wollen eine Familie haben, wir wollen eine aufbauen, wir wollen 2-3 Kinder haben, meinetwegen. Und ich finde, man hat auch irgendwie als Mensch so ein bisschen die Verpflichtung dazu. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, aber ich denke mir, hätten meine Eltern sich nicht dazu entschieden, Kinder zu bekommen und zu sagen, okay, wir bevorzugen vielleicht jetzt nicht 100% die Karriere, sondern wir wollen Kinder haben, dann würde es mich ja gar nicht geben. Und hätten die Eltern meiner Eltern, also meine Großeltern, nicht das Gleiche gedacht, dann würde es meine Eltern gar nicht geben. Das heißt, die Tatsache, dass ich entstanden bin, dass ich jetzt hier bin, dass ich zu euch reden kann, ist dem zu verdanken, dass meine Eltern sich für Kinder, also für mich, entschieden haben. Und wenn ich dann jetzt sage, ah nee, ich mache lieber Karriere und Kinder habe ich gar keinen Bock drauf, dann finde ich das irgendwie extrem, extrem undankbar meinen Eltern und meinen Vorfahren irgendwie gegenüber, weil die haben ja auch einen Teil ihres Lebens für mich letzten Endes geopfert oder dafür, dass ich jetzt entstehen konnte und da sein darf. Und irgendwie, ja, fühle ich mich schlecht oder ich denke, es ist meine Verantwortung, diese Linie auch irgendwo fortzuführen und zu sagen, ja, auch ich verwende einen Teil meines Lebens, um eine Familie aufzubauen, um Kinder zu bekommen, sofern es denn möglich ist, ja. Und diese Verpflichtung habe ich irgendwo, spüre ich zumindest. Aber das kann natürlich bei jedem individuell sein und ich möchte auch niemandem irgendwas aufzwingen. Ja, ich bin der größte Fan davon, dass jeder so leben sollte, wie er möchte. Und wenn jemand sagt, Kevin, deine Argumentation kann ich nicht nachvollziehen, diese Verpflichtung spüre ich auch gar nicht, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ihr sollt leben, wie ihr leben wollt. Ich lebe, wie ich leben möchte. Ich finde, das ist die größte Freiheit, die man anderen geben kann, dass man ihnen freie Entscheidungen in ihrem Leben lässt. Aber so sehe ich das halt und deswegen habe ich mich
mich auch für Kinder entschieden. Ja, wir haben jetzt einen Sohn, vielleicht werden es noch mehr. Aber deswegen, ja, denke ich oder möchte ich einen Teil meines Lebens auch Kindern widmen, weil ich Kinder eben mag und auch finde, ich habe irgendwie als Mensch eine Verpflichtung dazu. Alles klar, Leute, das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues über die japanische Gesellschaft lernen, wie das hier funktioniert, wie die Situation ist. Also Kinder kriegen schwierige Geschichte, Geburtenrate gar nicht gut in Japan. Da muss einiges getan werden. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es eine Menge an Rabattlinks zu meinen Online-Kursen. Falls ihr jetzt mit Japanisch lernen anfangen wollt, um die Geburtenrate in Japan vielleicht auch irgendwann mal hochzutreiben, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!